Tag, liebe Freunde, und willkommen zurück in Bioshock. Wir sind angekommen in Arcadia. Das ist der Gast-LP bei der lieben Sandy. Ich bin SpookyVF. Und ja, Arcadia zu erkunden wird richtig spaßig wegen den Houdini-Splicers, die wir kennengelernt haben. Wir haben zwei Big Daddies zu lüften. Wir haben, glaube ich, jetzt alle Gegnerarten kennengelernt, bis auf... Doch, den hatten wir auch schon, den Big Daddy, den Bouncer. Den hatten wir aber noch nicht fotografiert. Der ist nämlich der, der uns am Anfang begegnet ist mit diesem Bohrer am Arm. Lassen wir das Ganze doch mal Revue passieren, was hier überhaupt geschehen ist bis jetzt. Wir sind mit einem Flugzeug abgestürzt, irgendwo mitten im Atlantik. Was denn hier? Hier ist irgendwas, ne? Hier war doch irgendwas. Ah, hier eine Kassette. Ja, sind dann in eine Tauchkugel gekommen, sind in Rapture gestrandet. Das ist diese Unterwasserwelt, gebaut von dem visionären Andrew Ryan, den wir auch schon kennengelernt haben jetzt über Audiologs hauptsächlich. Den Houdini Splicer hatten wir erledigt. Und ja, was ist passiert? Irgendjemand hat uns an die Hand genommen, nämlich... Aha. Ein Typ namens Atlas, der uns hier durchführt. Der komischerweise sehr hilfsbereit ist. Warum, das wissen wir auch noch nicht so genau. Und oder was der von uns möchte. Ja, wir haben noch über die Zustände hier ein bisschen was kennengelernt. Andrew Ryan hat das Ganze gegründet, hat aber wohl das alles nur für Visionäre oder für die Elite quasi, ne, für angesehene Menschen gemacht. Und ja, es gibt eben hier doch ziemliche Klassenunterschiede, also dieser Traum von einen besseren Ort, der scheint hier ein bisschen vernachlässigt worden zu sein, wenn das überhaupt die Absicht war von diesem Andrew Ryan. Oh, Tucky Splicer, die hatten wir noch gar nicht so oft fotografiert. Hatten wir noch gar nicht fotografiert oder was? Nee. Ah, jetzt erst? Cool. Ja, und deswegen gab es dann wohl auch einen Aufstand. Also ich glaube, diese Splicer waren gar nicht von Andrew Ryan geplant. Denn wir haben auch über die Fischfabrik von wie hieß er nochmal? Ey. Ja, die ist noch ziemlich unpräzise, die Waffe. Die streut zu stark. Oh. Ey. Bleib mal locker. Dass der hier quasi wie eine Rebellenarmee gegründet hat. Mit diesen Splicern, weil er das Atom besessen hat und die Möglichkeit, das irgendwie einzusetzen und diese Genmodifikation zu machen. Wohl auch mit Tenenbaum zusammen am Draht gezogen dieser osteuropäischen Wissenschaftlerin, die auch verantwortlich ist, so wie es aussieht, für diese Entstehung der Sisters. Was es jetzt mit den Big Daddies so richtig auf sich hat, wie die entstanden sind. Das konnten wir bis jetzt noch nicht raushören. Was ist denn der jetzt? Was sind das für einer? Nochmal ein Tagesplicer, okay. Mal fotografieren wir den doch gerade zweimal. Wenn der schon da ist. Oh, 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 da ist noch ein Blick, ne? Ein Lied. Nochmal, dann könnten wir den voll kriegen, glaube ich. Ja, Schaden plus 3, ja. Das ist es. Lead-Head-Splicer voll erforscht. Ist er denn? War er tot? Nee. Boah, das ist ein Schütz. Fotografieren wir das auch mal noch. Oh, ein A. Ja. Action-Motiv und mehrere Motive eben. Boah, hier ist doch noch Healing. Ja, wahrscheinlich waren die doch ein bisschen unzufrieden. Hier in Rapture und dieser Atlas. Ach, Atlas. Boah! Dieser Fontaine hat wohl dann irgendwie hier eine Rebellenarmee geführt und sich gegen ihn gestellt. Ja, und die Rolle von Atlas, die wissen wir noch nicht genau, was der hier macht. Der ist auf jeden Fall auf der Flucht und Andrew Ryan scheint nicht gut auf den zu sprechen zu sein, denn
Ja, als wir uns angeschlossen haben, beziehungsweise die Tür öffnen wollten, hat er gesagt, wenn ich diesen Knopf drücke, dann werde ich erfahren, was es heißt, der Feind von Andrew Ryan zu sein. Und warum der jetzt nicht so gut auf diesen Atlas zu sprechen ist, was Atlas gemacht hat, das wissen wir nicht, aber wir wissen, dass auf jeden Fall seine Familie in der U-Boot war. Und ja, das ist, oder beziehungsweise wissen wir das auch nicht so genau, das hat er auf jeden Fall mal gesagt. Ob das jetzt so wirklich der Fall ist, können wir auch noch nicht wissen. Aber er hat das U-Boot auf jeden Fall eiskalt in die Luft gejagt. Ob das jetzt alles ein abgekatertes Spiel ist oder tatsächlich so war, wie uns das erzählt und verkauft wird, das gilt es natürlich rauszufinden. Und deswegen sind wir ja auch mitunter hier. So viel zu der Story, mal alles so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich muss sagen, ich habe das Spiel ja schon ziemlich oft durchgespielt. Und komme trotzdem hier wieder, bekomme hier Dinge mit, die über Audiologs oder so erzählt werden, die ich nicht so zuordnen konnte, und vorher nicht so mitbekommen habe. Das ist natürlich auch geil. Oh, wir fallen. Was war das? Blut! Ich verliere Blut! Du hältst mich für total blöd? Okay, okay. Nee, wir müssen die Falle hier, glaube ich, abschießen. Blut! Blut! Wo ist denn der Kerl? Du renn weg, du Schreckschraube! Oh, Schätzchen! Schätzchen! Wo bist denn du? Was von dem Michel? Los, beeil dich! Wir könnten das aber auch anders regeln, aber egal. Jetzt machen wir erstmal hier den Safe auf mit dem Auto-Hacker. Ja. Yeah. Und deswegen dachte ich, es wäre ganz interessant, jetzt auch einfach mal ein bisschen da alles nochmal durchzugehen, was wir bis jetzt in Erfahrung gebracht haben, um das euch auch besser verkaufen zu können. Denn wie gesagt, ich habe da auch viel nicht so wirklich mitbekommen beim mehrfachen Durchspielen, weil man eben auch in der Action das gar nicht so mitbekommt. In der heutigen gefahrenvollen Zeit kann es nie schaden, schneller zu sein als andere. Denken Sie daran, dass Sie es ja nicht unbedingt mit einem Splicer aufnehmen müssen. Vielleicht reicht es auch schon, schneller als Ihr Nachbar zu sein. Sport Boost. Bewegen und schwingen Sie den Schraubenschlüssel schneller. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Oh, na, jetzt habe ich auch nochmal gefilmt. Okay. Wollte ich natürlich wieder nicht. Komm, down mit dir. Okay. So, wo waren die Fallen? Die waren hier drin, ne? Genau. Aha. Gucken, ob wir die hier irgendwie klein kriegen. Irgendwo müssen die Halterungen sein. Fallenbolzen, die können wir auch später schießen. Aha, hier ist er. Geht doch. Die explodieren gar nicht. Okay, das sind nur so, ne? Ist er hier? Nee. Aber doch, den können wir, glaube ich, auch abschießen. Nee, geht nicht. Okay, dann, da hinten irgendwo drauf. Das ist nicht so richtig. Nee, der ist in der Wand integriert, oder? Hm. Okay. Dann machen wir den noch weg. Der geht ja. Den anderen brauchen wir auch nicht. Oder dort müssen wir ja nicht hin. Stickstoffgranate. Ah, die sind auch cool. Da können wir nämlich Gegner einfrieren. Stimmt, das sind das die anderen Granaten vom Granatenwerfer? Ich dachte, wir hätten schon alle drei Arten. Ja, nee, haben wir auch. Wo, Stickstoffgranate. Oder wir können damit irgendwas basteln. Weil ich wüsste jetzt nicht mehr, wo das war. Mal hier mal nachladen, zumindest. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen genauer erkunden. Oder kriegen wir noch eine andere Waffe, die Granaten verschießen kann? Ich weiß es nicht. Ich hatte so in Erinnerung, es gibt ja auch ein Plasmid, den Winter Blast. Damit kann man ja auch Gegner gefrieren. Das hier ist auf jeden Fall schon jetzt ziemlich verworren, das ganze Gebiet. Aha, hier haben wir noch was. Machen wir auf hier. Gucken, was wir hier noch finden. Verbandskästen, okay, das ist immer schön. Ja, nochmal Material. Ich freue mich gleich, wenn wir was herstellen können.
hier alle durchsucht, ja. Dann hacken wir das Ding hier noch schnell. Oh, das ist gar nicht mal so leicht zu hacken. Na egal, wir machen es aber. Da sind wir dabei. Das ist prima. So. So, mal schön hacken hier. Eine Runde hacken haben wir ja noch gar nicht oft gemacht. Ja, wie gesagt, bis wir die Trophy auf jeden Fall haben, werden wir so ziemlich alles hacken, wo wir Ruhe haben und später nur noch wirklich das, was uns auch irgendwie hilft. Also sprich Geschütze an Stellen, wo viele Gegner vorkommen. Oh Mann. Ach, Glück. Wirklich mit dem letzten? Wow. Yeah, danke schön. Achso, dann heilen wir uns auch gerade, wenn es schon so ist. So, hier waren wir drin. Da hinten geht es noch weiter. Da hinten ging es noch hoch. Da war noch so ein Geheimweg. Den gehen wir auch noch hoch. Wer weiß, was wir dort finden. Auf jeden Fall. Ach, da, das ist da oben. Stimmt. Oh, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das ist auch noch eine Kontaktmine. Da unten haben wir noch eine Eve-Spritze. Da unten waren wir auch gar nicht. Da gehen wir, glaube ich, mal hin einfach. Wow! Oh, gut, das hat aber nicht so weh getan, wie es sich angehört hat. Was für einen Abend ich vorbereitet habe. Alles ist bereit. Blumen, eine Flasche Wein, sogar zwei Karten für den Teegarten. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Thrifty Care vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Teegarten. Okay. Angelina. Julie. Shirley, Shirley! So. I'm begging you. Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schnecken allein konnte nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt, da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgewirkten Nahrung des Wirts ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher. Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirte gibt. Fontaine sagt, nur Geduld, Tannenbaum. Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem schon gelöst. Okay. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Ja, definitiv. Herrlich. Kann man nichts Besseres vorstellen. Gespenster, genmodifizierte Wesen, die uns töten wollen. So, was haben wir denn hier? Ein Tuckisplicer wieder. Alter, lauf mich zu holen. Bin ich kein Fan davon. So, danke. Was war denn hier noch? Na gut, das konnte man nicht aufheben, was er da noch inne hatte. Also die Schadensteigerung der MG und alles, das ist schon nicht schlecht. Also die Waffe lässt sich auch gut spielen. So, jetzt geht's auch mal hier rein. Waren wir hier drin schon? Ne, hier sind wir rausgekommen. Alter, ich bin so durch den Wind hier. Ich hasse dieses Gebiet. Obwohl es sehr schön ist, ne? Ist sehr schön anzusehen, wenn jetzt nicht die ganzen Gegner und so wären. Aber es ist verdammt verwochen. Waren wir jetzt hier überall drin? Haben wir alles durchsucht? Ich will ja alles durchsuchen. Weil uns alles irgendwie auch helfen kann. Und vor allem will ich diesen ganzen Power to the People Stations finden. Oder was heißt die ganzen viele? Hier kommen wir, glaube ich, erst später hin. Da müssen wir noch gewisse Dinge erledigen. Ah, okay, da sind wir. Da kommt unser, da ist unser Geschütz. Hat hinten rechts. Und hier geht es dann auch wohl irgendwo weiter. Und da bleibt ja eigentlich nur noch dieser Raum übrig. Mit den Fallen. Und ja, hier brauchen wir, glaube ich, nicht zu hacken. Es würde auch gehen, aber ist jetzt unnötig. Das zu machen. Wir haben auch ganz gute Gesundheit momentan. Wir haben einen guten E-Vorrat, also müssen wir auch nicht zwingend was kaufen. Jetzt geht's noch hier lang. Hier waren wir drin. Das war das mit den Fallen. Alles klar. Dann gehen wir weiter. Was bist du? Bist du ein Leadhead? Ne, ein Tuckish. Okay. Leadhead brauchen wir nämlich nicht mehr. Was ist denn das? War da ein Geschütz? Was hat denn da so extrem geballert?
Das ist nicht. Und damit ist diese Folge auch vorbei und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Bioshock Remastered mit SpookyVF als Gast-LP bei der lieben Sandy. Werft doch auch einen Blick auf die anderen Playlists und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann würden wir uns über ein Abo freuen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Grüße, euer Spooky. Bis dahin, bye bye bye.